Also, wir legen los. Ja, freut mich, dass ihr da seid. Ich würde euch gerne mal durch die Lernreise führen, die wir jetzt vor einem halben Jahr begonnen haben. Wie wir nämlich Copilot evaluiert haben, wir haben es getestet und wir haben gleichzeitig das enabled, alles in einem Paket, das entsprechend gemacht. Ich fand gestern den Kollegen, der da diese 10 Punkte vorgestellt hat, weiß gar nicht, ist der heute noch da? Wollte ich nochmal sprechen. Ich fand, dass dieses Never Prompt Alone, das fand ich ja, ein super Titel und den würde ich gerne auch weiternehmen, weil es auch die Grundlage ist zu dem, was wir machen. Nicht alleine lernen oder in Schulung lernen, sondern wir wollen die Leute die ganze Zeit dazu bringen, dass sie gemeinsam prompten und gemeinsam die Erfahrung austauschen. Ich würde eigentlich ungern über Copilot sprechen. Das ist eigentlich das, was dahinter steht, das ist das Objekt. Weiß jeder, was Copilot für M365 ist? Sonst würde ich anhand der Folie mal so 5, 6 Schlagwörter loslassen, was das eigentlich ist und warum wir das machen. Also ich hätte tatsächlich gerne ganz kurz 3 Wörter dazu. Okay, also ich habe mal, das sind alles Einzelfolien, ich habe das jetzt mal auf eine Seite gemacht. Ich hoffe, ihr seid alle so ein bisschen mit KI, alle so ein bisschen mit ChatGPT, alle so dieses Generated Dings da, seid ihr da alle versiert. Deswegen gehe ich auf diese Ebene nicht ein. Aber ich würde euch ganz kurz erklären, was Microsoft daraus in Copilot macht. Der ganz große Unterschied zwischen ChatGPT und Copilot ist, Microsoft muss für alles, was ChatGPT kann, müssen sie Funktionen programmieren. Also sie müssen in jeder Anwendung, also wenn ich in Copilot sage, fasse mir alle Termine der letzten Woche zusammen, dann muss es da irgendeine Schnittstelle geben, damit Outlook alle Termine der letzten Woche an Copilot übergibt. Copilot macht dann KI-Hexenwerk draus und formuliert dann, letzte Woche hattest du mit Jana und mit der Andrea Termine und ihr habt das und das als Thema gehabt. Zwei Kolleginnen. Aber dazu muss Microsoft in jede Anwendung reingehen und etwas programmieren. So, und das ist die Herausforderung. Unten drunter liegt ChatGPT in der neuesten Version. Also wir haben auch das 4.0, was oder 4.0, wie es dahinter ist. Und wenn 5.0 kommt, liegt es automatisch auch darunter. Aber diese Ebene zwischen Anwendung und KI, da programmiert Microsoft gerade wie doof. Und das passiert gerade. Und das ist für jede Anwendung anders. Fangen wir mal hier links oben an. Für die im Raum ist es ein bisschen klein, aber sollte trotzdem funktionieren. Das ist in Word. In Word ist es recht einfach. Ich habe dort ein Promptfenster und dann kann ich sagen, erstell mir bitte, was habe ich da, eine Aufstellung, einen Businessplan. Das, was ich in ChatGPT auch machen kann, dann passiert ja irgendwas und dann geht es dort rein. Etwas anders ist auch noch, Microsoft hat die Hürden sehr viel höher gesetzt. Wir befinden uns immer hier im Business-Kontext. Also vieles, was in ChatGPT geht, geht in Copilot nicht. Wir nutzen im Unternehmen ganz viel ChatGPT, wir nutzen ganz viel KI bei uns im Unternehmen. Ich komme von, das habe ich noch vergessen zu sagen, EnBW, Energie Baden-Württemberg. Wir hatten bis letztes Jahr noch so ein Atomkraftwerk, wir haben noch ganz viel Kohlekraftwerke, wir machen ganz viele Netze. Also wir haben gewisse Standards bei uns, Sicherheitsstandards, wir haben bestimmte Arbeitsweisen und haben auch einiges an Restriktionen und ebenso hat Microsoft auch in Copilot mehr Restriktionen als ChatGPT hat. So. Jetzt habe ich den Faden trotzdem nur noch verloren. Genau, wir machen KI ganz viel in allen Bereichen bei uns und wir sind jetzt ein kleiner Bereich hier im Copilot. Also Word ähnlich wie ChatGPT, erstelle mir einen Text und er macht das. Bilder kann ich hier im Browser mit Copilot, also Bing Chat, kann ich dort verwenden. Funktioniert gut, da ist, glaube ich, direkt dahinter ChatGPT und DALL-E und was weiß ich alles daran. Und dann kriege ich da die entsprechenden Bilder. Hier links seht ihr ein PDF. Da kann ich auch in Copilot ein PDF reinwerfen und sage, fasse es mir zusammen und das macht er auch ganz schick. So, jetzt wird es langsam spannend. Das, was ihr in der Mitte seht, das ist Excel. Und in Excel kann ich dann irgendwann mal sauber reinsprechen, sagen, zeig mir mal eine Werte, keine Ahnung, Index, alle über 50. Und zeichne die rot. Und dann funktioniert das auch. In Excel muss Microsoft am meisten programmieren, weil das ist überhaupt nicht KI geeignet. Also da diese ganzen Schnittstellen, alle Funktionen, und das sind ja, weiß nicht, hunderte Funktionen, die Excel da bereitstellt, die müssen alle KI-tauglich gemacht werden. Also da sitzen ganz viele gerade dran, das zu machen. Dann haben wir hier drüben, erstelle mir eine Agenda. Das macht Copilot auch ganz cool. In Teams-Chat kann ich reingehen.
Ich mache für morgen ein Meeting. Ich habe morgen ein Meeting, geht um 10 Uhr los. Zwei Personen sprechen, unser CEO, unser CIO. Und erstellen mir mal bitte eine Agenda. Und dann macht er das auch ganz sauber. Und teilt es auch schön auf, dass unser CEO dann über die Unternehmensstrategie und der andere O dann über die IT-Strategie spricht. Das kann Copilot ganz gut darstellen. Und dann kriege ich da die entsprechende Agenda, für euch jetzt leider ein bisschen klein, dann dargestellt. Hier links unten sehen wir Copilot in PowerPoint. Das ist so mit Abstand die größte Enttäuschung, die wir haben, weil wir gedacht haben, Mensch, also Präsentationen erstellen geht ja auch mit ChatGPT ganz gut, gebe ich hin, dann kriege ich da dieses Makro raus, dann mache ich das rein und dann passiert da ganz viel. Das ist tatsächlich extrem dürftig noch bei Copilot. Da kriegst du 5 Folien. Du kannst sagen, bau mir ein Atomkraftwerk, kriegst du 5 Folien, back mir einen Kuchen, mach mir die Anleitung dafür, kriegst du auch 5 Folien. Ich weiß, das sind Unterschiede. Also Atomkraftwerk ist ein bisschen komplexer als ein Kuchenbacken. Und da hat Microsoft, weiß ich nicht, da hätte ich gedacht, da stecken sie am meisten Energie rein und hauen das raus, weil ich da denke, da ist der größte Mehrwert für uns alle, für alle Anwender da. Aber da wird sicherlich auch noch was kommen. Genau. Und dann ist hier unten nochmal, fassen wir bitte meinen Chat mit Diana zusammen der letzten Woche, damit ich mich auf einen Termin vorbereiten kann. Was hatten wir so im letzten Austausch? Und dann kann ich mir das zusammenfassen lassen und kann da kurz drüber schauen. Das macht es sehr fein. Das macht es in Outlook drin, das macht es in Chat drin, das macht es in Bing Chat drin, immer im Arbeitskontext. Und das ist auch wichtig bei Microsoft Copilot. Ich kann immer entscheiden, wenn ich im Browser bin, bin ich im Web unterwegs oder im Arbeitskontext. Und Arbeitskontext heißt, es findet in unserem Tenant statt, es geht nichts raus. Ja. Na, schon rausgegangen. Also irgendeine Lücken gibt es immer. Also das ist das, was wir auch an Vertrauen schaffen müssen. So wie Sie jetzt mit SharePoint arbeiten, mit Office arbeiten und so weiter in der Cloud, können Sie auch in Zukunft mit dem Copilot arbeiten. Man muss sich immer Gedanken machen, was man dort alles reingibt. Also keine Pläne von irgendwas groß reinmachen, da haben wir bestimmte Sicherheitsstufen. Aber dieses Feld-, Wald- und Wiesengezeug, was wir täglich produzieren, wird bei uns in der Cloud gespeichert und genauso können wir auch mit dem Copilot arbeiten. Lassen wir gerade rechtlich prüfen, haben wir auch rechtlich prüfen lassen. Und da gibt es Verträge mit Microsoft. Microsoft sichert das zu. Ja? Und wenn Sie das nicht einhalten, dann haben Sie ganz andere Probleme als hier. So, ich gehe mal so ein bisschen durch, aber ich möchte, ja bitte, eine Meldung. Achso, Entschuldigung, Würfel habe ich jetzt geschlafen. Danke. Bezüglich Excel hätte ich noch eine Frage. Wenn ich jetzt in Excel eingebe, schreib mir bitte ein Makro, das, keine Ahnung, das Datumsformat in amerikanisches Format umwandelt. Also irgendein Makro schreiben in Excel, wie gut geht das? Habe ich noch nicht ausprobiert. Okay, danke. Da kann ich jetzt hier auch gleich an der Folie was zeigen. Was ich habe diese Folie gerade aufgenommen, weil wir gestern ja von einem Kollegen so dieses in dem, wie heißt das da, diese Pitches gestern Abend, diese Kurzdinger da, seine Gefühlswelt hatte. Und deswegen habe ich die Folie mit reingenommen. Ihr seht, das ist der Vorgang. Ich gehe da gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Im Dezember, September, Dezember haben wir angefangen damit zu planen, wie wir das machen. Ab 1. Januar hatten wir die Lizenzen, dann ging es Januar einen Monat haben wir getestet, Februar einen Monat getestet und März haben wir einen Monat getestet. Das erzähle ich euch aber gleich auf der nächsten Folie. Was ich euch hier erklären möchte ist, manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht. Wieso kann ich, es gehen hier keine Animationen? Doch. Also unser Wissensstand war bei allen null. Bei allen heißt, sowohl bei den Microsofties, also die Vertriebler, mit denen wir zu tun haben, die wussten immer eine Woche vorher das, was wir dann wussten. Also da war nicht viel Wissen da. Unsere Partner mit den externen Firmen, die wussten auch nichts. Normalerweise kaufe ich mir Partner ein, damit die mehr wissen, die wussten nichts. Die haben von uns auch den Rechner bekommen und von uns die Lizenzen bekommen bei Microsoft. 300 Lizenzen on Block darfst du nur kaufen. Was macht jetzt ein Partner mit 100 Mitarbeitern, wo sich 20 Leute mit Copilot auseinandersetzen? Die müssen 280 Lizenzen für lau bezahlen. Haben sie natürlich nicht gemacht. Also ganz blöde Politik von Microsoft, was sie dort gemacht haben. Also haben die von uns die Infrastruktur bekommen und wir haben uns hingesetzt und haben gemeinsam gelernt. Das ist unsere gemeinsame Lernkurve wirklich von allen. Wir standen alle bei null. So.
Dann ist diese große grüne glatte Kurve ganz oben. Das ist das, was uns Microsoft verspricht. Diese Software, ohne die konnten wir vorher nicht arbeiten. Es ist einzigartig, keiner ist besser. Ja, ihr wisst so, dieses amerikanische. Das haben sie uns verkauft. Nach 3 Klicks merkt man, das stimmt hinten und vorne nicht. Die Realität ist diese grüne Kurve. Es geht los und am Anfang im Januar konnte Copilot fast nichts. Also einen Text vielleicht generieren. Und dann die ChatGPT-Kollegen also echt müde gelächelt. Brauchen wir alles nicht, brauchen wir nicht. Und dann haben manchmal Sachen funktioniert. Du hast gerade nach Excel gefragt, ob das was, weiß ich nicht. Aber ich habe Sachen ausprobiert, die gingen. Und dann habe ich sie mir gespeichert, weil ich sie dann nochmal verwenden wollte. Und dann ging es nicht mehr. Also die haben auch wieder Funktionen rausgenommen und hin und her, haben das aber nicht transparent gestaltet. Also das ist wirklich so eine Kurve, die dort entlang geht. Aber wir merken es auch, es ist, wird Woche für Woche besser. Und wegen dieser roten Linie, das ist unsere emotionale Kurve, das ist das, was der Kollege uns gestern gezeigt hat, ist genau das Gleiche. Also auch im Januar losgelegt, freudig, oh, was das alles kann. Blöderweise wieder den Marketingversprechen geglaubt von Microsoft, dass sie da schon viel weiter sind. Und im Januar, Februar zwischendurch, da ging gar nichts. Da konntest du machen, was du wolltest. Das hat nicht nur halluziniert, hallo Dings da, sondern das hat, ist amok gelaufen, irre gelaufen. Also da war total, es war unbrauchbar zwischendurch. Und das hat sich wieder gefangen und dann kriegst du dauernd Updates rein. Meistens im Hintergrund kriegst du gar nicht mit. Und mittlerweile kann das Ding schon einiges. Und in einigen Sachen ist es sehr produktiv, in anderen Sachen ist es einfach nur schwach. Wir planen, ich kann es jetzt schon vorwegnehmen, wir haben uns dafür entschieden, weiterzumachen. Wir haben ein Ergebnis. Wir werden dieses Jahr noch reduziert laufen, weil wir noch nicht alle Abstimmungen haben. Aber wir werden Copilot einsetzen. Aber ganz bewusst mit der Aussage, vor 2025 wird das Ding nicht richtig produktiv sein. Unter normalen Umständen würde man so eine Software nie kaufen. Ja, aber wir sind gerade in diesem Hype-KI, wir sind an dem digitalen Arbeitsplatz, wir entwickeln das gerade. Deswegen fahren wir dort reduziert mit. Und im Moment, dieses Jahr werden wir insgesamt 600 Lizenzen haben und alles im Allen, aber auch nicht mehr. So, und ab nächsten Jahr guckt man dann, wie es weitergeht. Und wenn es dann so richtig hochfährt, dann können wir da, werden wir offener damit umgehen. Aber dieses Jahr, also wer sagt, er möchte fertige Software haben, soll dieses Jahr noch nicht zugreifen. Aber es steckt auch viel Potenzial dahinter. So, und jetzt zeige ich euch noch ganz unten diese kleinen schwarzen Pfeile. Wir haben ja Monat für Monat gelernt. Im ersten Monat gab es wenig Lernzuwachs, im zweiten Monat etwas mehr. Ich zeige euch gleich die Gruppen, wie wir das gemacht haben. Im dritten, und da kommen wir dann zu dem Lern-OS-Thema, ging das richtig ab. So. Jawohl. Wir haben, so, Copilot würde ich jetzt gerne verlassen. Ja? Also inhaltlich Copilot gehen wir jetzt weg. Was wir gemacht haben, ist dafür, ist, dass wir ein ganzes Konzept aufgesetzt haben, wie wir das evaluieren wollen. Also das Ziel ist, dass wir im April hatten wir die Vorgabe, es soll ein langer Bericht, der ist auch 40, irgendwie 70, 80 Seiten lang, wo wir genau analysieren, warum das Ding taugt, wie wir rangegangen sind, welche Zahlen dahinter stecken und so weiter. Das haben wir fertig, das war der Auftrag. Wie kommen wir dorthin? Da sind wir einen ganz anderen Weg gegangen. Normalerweise prüft die IT mit 5 Hanseln, guckt euch das mal an, ob es was taugt und holt euch jemand aus der Fachabteilung raus. Hier hätten wir gar keine Fachabteilung gewusst, weil es gibt dafür keine Fachabteilung. Und bei uns ist es auch schwer, wir machen einen digitalen Arbeitsplatz. Alles, was wir machen, ist grundsätzlich für alle Mitarbeiterinnen. Ja, wir haben jetzt nicht nur die Netze-Kollegen oder die aus der Juristerei oder sonst irgendwas, sondern alles, was wir machen, ist standardmäßig für alle. So, wen hätten wir da einladen sollen? Also hätten wir es nur intern mit ein paar Hanseln getestet. Und dann wäre irgendwas rausgekommen. Und das wollten wir nicht. Deswegen habe ich da dieses Konzept vorgeschlagen. Über 4 Ebenen ist das. Die erste Linie, die ihr oben seht, das ist die Ebene des Lernens, wo LernOS, unser eigener Lernpfad, eine sehr wichtige Rolle spielt. Das ist nämlich die Basis dafür. Dann haben wir eine Evaluationsebene, Kommunikationsebene, die Community. Fangen wir von unten an. Wir haben das Ganze begleiten lassen auf 2 Ebenen Communities. Wir haben einmal in Engage, in Yammer hatten wir eine Community, wo wir ganz viel gepostet haben, wo wir mit den Leuten kommuniziert haben. Die haben wir aufgebaut, die schläft gerade so ein bisschen, weil wir gerade in so einer Zwischenphase sind. Und wir haben jede Fünfergruppe auch eine eigene Community, einen eigenen Raum gegeben, nämlich Teams Chat. Also dieses Zusammenarbeiten in der Gruppe war von Anfang an ganz wichtig auf allen Ebenen für uns.
Kommunikation. Ihr seht auf der rechten Seite unsere Kia. Kia ist die Person, die mit unseren Anwenderinnen spricht. Kia ist noch kein Bot. Kia ist keine KI, sondern hinter Kia stehen im Moment noch richtige Menschen. Und ich hoffe mal, dass wir das bald mal hinkriegen, dass wir dort auch die so automatisch oder so gestalten, dass da tatsächlich KI-basiert unsere Kia durch die Module führt. Kann ich gleich dann noch was dazu sagen, weil da sind wir gerade in der Planung. Das Evaluationsthema, das ist ja eigentlich der Kern für unsere Auftraggeber, macht eine saubere Evaluation, haben wir aufgesetzt. Und die ist deswegen so erfolgreich, weil wir hier schrittweise vorgegangen sind. Im ersten Monat hatten wir nur ein Tagebuch geführt. Da hatte ich die Kollegen, die damit arbeiten, so ein bisschen Tagebuch führen. Das habe ich extrahiert. Das haben wir mit Microsoft Loop gemacht, habe ich extrahiert, habe das mit dem Copilot zusammenfassen lassen. Und da haben wir dann so zwei Seiten gehabt, was gut ist und was nicht gut ist. Aber ihr erinnert euch, Januar ging noch gar nichts. Also das war nicht verwertbar, außer dass wir ja eine gemeinsame Basis hatten, von wo wir losgegangen sind. Zweiten Monat hatten wir dann wenig. Komme ich gleich dazu, warum. Und im dritten Monat, wo wir mit LernOS gearbeitet haben, seht ihr ganz viele Fragebögen, da hat das so richtig gewummert. Dort ist das Konzept auch aufgegangen. Und das Konzept würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Der gesamte Zeitplan ist, wir haben im September, Dezember angefangen zu planen. Im September gab es den Auftrag, bis wir uns dann sortiert haben und wer das so alles macht. Was wir dann gemacht haben, oder was ich dann gemacht habe, ist, dass ich unsere Kollegen vom Betriebsrat, IT-Security, Rechtsabteilung, also alle, die mit Compliance, Security und was weiß ich zu tun haben, an einen Tisch zu holen. Und gesagt haben, wir wissen alle nicht, wo es hingeht, wir können das alle nicht. Also die waren alle auf der gleichen Lernkurve ganz unten und lasst uns das gemeinsam machen. Das trifft bei uns im Normalfall auch nicht so häufig zu. Wir haben ein gutes Verhältnis über die ganzen Jahre mit dem Betriebsrat und was weiß ich gehabt. Aber eigentlich ist es klassisch so, ja, man informiert vorher, aber dann geht man irgendwann zum Betriebsrat hin und lässt sich das genehmigen. Das wollten wir anders machen. Und das haben wir anders gemacht. Wir treffen uns in der Gruppe seit Oktober wöchentlich, tauschen uns immer aus. Es ist klar, wer welche Rolle hat. Ja, also der Betriebsrat hat eine Rolle, wir haben eine Rolle. Das wird überhaupt nie in Frage gestellt. Und trotzdem arbeiten wir gemeinsam an dem Thema und arbeiten uns gemeinsam ran. Und wenn Fragestellungen sind, dann ist es ganz klar, also ich hatte nur eine juristische Fragestellung, dann machen das unsere Rechtskollegen. Und dann übernehmen die das und dann kommt das in diese Runde wieder zurück. Das kann ich jedem nur empfehlen. Bei diesem Thema ist es ganz neu, ist es für alle neu. Dort gemeinsam lernen. Und bei uns ist das offene Türen und läuft super. Und wir haben jetzt ein Evaluierungsergebnis. Und diese ganzen Schritte, ich habe gesagt, es geht noch nicht wirklich weiter. Jetzt muss eine BV geschrieben, Betriebsvereinbarung, Dankeschön. Betriebsvereinbarung, das Security-Konzept muss überarbeitet werden. Das passiert jetzt alles gerade. Aber das sind jetzt alles keine Dinge mehr, wo Hürden da sind, weil ihr habt mir das nicht erzählt und das brauchen wir noch. Und also diese Kämpfe oder dieses Reiben, das findet nicht mehr statt, sondern es geht jetzt alles seine Prozesse. Und das dauert halt auch manchmal. Größerer Konzern, hoher Sicherheitsanspruch, dauern solche Sachen. Aber wie gesagt, das ist auf den Weg gebracht und ich gehe mal davon aus, nach den Sommerferien im Herbst irgendwann werden wir das alles zusammen haben. Was sehr, sehr positiv ist. So, dann sind wir in den Januar gegangen, TIA intern, das ist unsere Abteilung TIA, 20 Leute haben die Lizenzen bekommen, wir haben erstmal gelernt, wir haben geguckt, was damit kann, unsere emotionale Kurve sank und sank und sank, aber wir haben versucht zu verstehen, was das überhaupt ist. Dann sind wir in den Februar reingegangen, ihr denkt an die Kurve, die ging so ganz langsam wieder hoch, überall wurde es alles besser, Copilot wurde besser, unsere emotionale Stimmung wurde langsam wieder besser, diese 50 User wollten wir eigentlich Power-User haben. Das sind so Kollegen, wo wir wissen, wenn wir das geben, die klicken das durch und geben uns dann gutes Feedback hinterher. Da ist ein bisschen was schief gelaufen, weil das bis zu unserem CIO und CEO dann hochgegangen ist. Also meine ganze Kette bis zum obersten Chef hat dann mitgespielt. Plus die ganzen Abteilungsleiter und alle haben dann plötzlich wollten eine Copilot-Lizenz. Und das bei einem Produkt, was noch nicht mal Beta-Software ist. Also das ist wirklich grottig schlecht. An dem Zeitpunkt hätte das uns schon um die Ohren fliegen können. Da ist unsere Kommunikationsebene ganz wichtig und auch die Community ganz wichtig. Wir haben permanent kommuniziert. Also wir haben den Kollegen auch gesagt, Kinder, ihr testet hier keine fertige Software, sondern wir befinden uns in einem Zustand, wo wir alle noch nicht wissen, wie es lang geht.
Das haben wir permanent kommuniziert. Ja. Und haben auch, und bis auf unseren obersten Chef, den haben wir so ein bisschen außen vor gelassen, und Vorstandsvorsitzender ist da ein bisschen arbeitstechnisch anders unterwegs, aber alle anderen haben von uns in der Woche 2, 3 Aufforderungen bekommen, eine Formsumfrage zu machen. Die mussten alle mitspielen. Das sind jetzt nicht die Kollegen, die unbedingt das gerne machen und viel machen, aber zum Ausfüllen. Die mussten Formsumfragen aus, Entschuldigung, genau. Also wir hatten ja für die Evaluation Formsumfragen, erkläre ich gleich. Also da kam nicht so viel zurück. Auf der einen Seite ging es noch nicht, auf der anderen Seite ist das nicht die Klientel, die das unbedingt macht. Also war das keine gute Gemengelage. Du kannst jetzt hier mal weggehen. Aber wir haben schon die ersten Ergebnisse bekommen. Die Grundlage für das Enabling dort war bereits das LernOS, was wir gemacht haben. Da waren als Lernunterlagen, das haben wir ihnen immer bereitgestellt, jede Woche ein Modul, damit sie so eine Orientierung haben. Aber es war keine Gruppenarbeit, es war keine Reflexion dabei, es war gar nichts, sondern einfach nur, liest dir das Modul durch und dann weißt du, was du dort zu tun hast. Das haben ein paar gemacht, aber die meisten haben mal reingeklickt und sind dann wieder rausgegangen. Die Evaluation war genauso aufgebaut, dass wir permanent nachgefragt haben. Wir haben immer gesagt, wenn ihr mal eine Stunde Zeit hattet und habt was ausprobiert, dann füllt diese Forms aus. Am Ende der Woche füllt diese Forms aus. Und wir haben die echt genervt. Zwischendurch war schon ein Peinlichkeitsfaktor dabei, weil ich die Kommunikation gemacht habe, ich kann die doch nicht schon wieder fragen. Doch, ja, das waren die Spielregeln. Die wussten, auf was sie sich einlassen. Das haben wir auch unserem Vorstandsvorsitzenden gesagt und allen gesagt, wenn ihr eine Lizenz haben wollt, sind das die Spielregeln. Ja, ja. Also insofern konnte da keiner meckern. Wir haben ein paar Feedbacks zurückbekommen, ein paar waren auch in Ordnung, aber die Masse war überhaupt nicht da. Wir hätten überhaupt gar keine Entscheidung drauf treffen können. So, und jetzt kommen wir in den März hinein. Dort hatten wir unser LernOS-Konzept dann umgesetzt. Das heißt, wir hatten die Module, wir haben Gruppenarbeit gemacht und wir haben sie Woche für Woche in die Module reingeschickt. Wir hatten die Chatgruppen eingerichtet, immer 5 Leute. Ich war in allen Chatgruppen drin, das heißt, ich konnte alles sehen, wo was passiert. Und die haben wir dann auch getriezt und da ging das dann richtig los mit der Evaluation. Da kam, also wir haben, glaube ich, 600 Rückmeldungen insgesamt bekommen bei 150 Teilnehmern. Das ist ordentlich, das kann man auswerten. Das heißt, wir haben so alle Standards, die man für so eine Evaluation braucht, haben wir ganz gut erfüllt. Ja, also wir haben eine saubere Basis dafür gehabt. Damit wir das aber schaffen, sind wir eben in das LernOS reingegangen und ganz am Ende nochmal die Auswertung. Wir haben das alles ausgewertet und dann kam eben der Bericht zustande, wo wir dann eben diese Zahlen gemeldet haben. Ich kann Ihnen ganz kurz sagen, also unser Lernpfad ist sehr gut mit 4, irgendwas von 5 benotet worden. Das ganze Konzept ist sehr gut benotet worden. Und die Ergebnisse für Copilot waren durchbewachsen bis gar nicht. Aber immer mit dem Hintergrund, und das gab es auf der mündlichen Ebene, also das, was die Kollegen uns mitgeteilt haben, schriftlich, da fehlt noch ganz viel, aber die Idee ist gut, das Konzept ist gut und dort, wo es funktioniert, hat es mir geholfen. Das würde ich mal sagen, ist der Grundtenor von der ganzen Evaluation. Also das war dann für uns, jawohl, wir gehen weiter damit. Ja, es wird einen Mehrwert geben. Gerne Fragen, Entschuldigung. Dann mache ich mal kurz einen Break, auch für die zu Hause, mal bis hierhin Fragen, weil dann gehe ich in das LernOS-Konzept rein. Genau, das wäre meine Frage. Also wenn du jetzt den Lernpfad vorstellst, weil meine Frage wäre gewesen, wie vergleichbar ist er mit dem KI-MOOC, den wir gemacht haben? Ja, kann ich gerne sagen. Aber wenn du jetzt gleich drauf eingehst, dann wird die Frage ja automatisch beantwortet. Also er ist gar nicht vergleichbar, aber ich gehe auf die Inhalte gleich ein. Wie habt ihr denn oder nach welchen Kriterien habt ihr denn diese Lizenzen jetzt verteilt? Weil du gesagt hast, 150 Stück. Also kann ich mich da als Mitarbeitender melden und kann sagen, interessiert mich? Also, darf ich mitmachen? Kannst du? Mhm. Kommt nur nirgends an. Nein, aber also die ersten 300 Lizenzen haben wir verteilt in diesen 3 Phasen. Ja, erstmal für uns intern, dann haben wir die 50 dazu, dann haben wir 150 und dann haben wir noch ein paar so vergeben, sind wir 300. Also des ersten Packen sind wir losgeworden. Jetzt haben wir nochmal 300 Lizenzen. Das ist so die Vereinbarung mit Betriebsrat und Security. Macht weiter, also entwickelt weiter, baut den Rahmen weiter aus mit 300 weiteren Lizenzen, aber noch kein Vollrollout. So. Also da gibt es einfach nur eine Stufe, dass wir noch nicht voll gehen. So, wie wird es in Zukunft bei uns laufen? Wir haben ein Bestellsystem, wo wir bei uns Software bestellen und
alles Mögliche bestellen kann. Und da wird das drin sein und da kann ich als Mitarbeiter dann hergehen und sagen, ich möchte eine Copilot-Lizenz und dann wird mir das zugeordnet und dann geht das auf meine Kostenstelle. Also das passiert dann bei uns alles im Hintergrund. Aber da ist noch ein bisschen Gerangel. Ja, wir müssen noch Kriterien haben und wer darf nicht, weil es ist ja teuer, wir zahlen ja richtig. Also zwischen 25 und 30 Euro zahlen wir alle dafür. Office-Lizenzen kriegt bei uns jeder. Jeder, der so einen Rechner hier bekommt, kann, seht ihr die Meldung auch? Nee, das ist gut, dann ist das nur bei mir. Kriegt automatisch eine Office-Lizenz, da fragen wir gar nicht groß nach, ja, wie viele Leute damit arbeiten, ob sie wirklich mit Excel arbeiten. Das wird beim Copilot nicht passieren, sondern auf Bestellung. Und wir überlegen uns gerade einen Mechanismus, nach einem halben Jahr nochmal nachzufragen. Wir überlegen uns ein neues Evaluierungskonzept, das anders sein wird als jetzt, damit man eben nicht beliebig viel Geld ausgibt und das Copilot dann wirklich rumliegt. Also die Erfahrung haben wir jetzt auch schon gemacht. Es gibt einige Kollegen, die nutzen das jetzt dauernd und viel. Also ich benutze es täglich. Zum Beispiel, das hatten wir hier vorher mit Community, war das ja, so Texte überarbeiten zu lassen, nochmal zu hinterfragen. Ich benutze es zum Beispiel für das weiße Blatt Papier. Also ich, so einen Anfang zu finden für einen Text, da haue ich alle Schlagwörter rein, alles, was mir im Kopf ist, unstrukturiert runter und sage, Copilot, schreib mal. Und dann habe ich schon mal einen Anfang. Ob ich den dann verwende, nochmal was anderes. Aber das ist erstmal mein erster Schritt, in einen Text reinzugehen. Und den formuliere ich dann um und aus. Also da benutze ich es viel. Ich benutze es viel, um meine Nachrichten zusammenzufassen zu lassen, zu gucken, wie ich mich auf Termine vorbereiten kann. Ich gehe tatsächlich, und das wird bei uns, glaube ich, auch was sehr Wichtiges werden, und dann muss Microsoft den SharePoint noch nachliefern, tatsächlich, welche Dokumente gibt es dort, was haben wir dazu schon, kann ich gleich noch einen Satz zu sagen, was bei euch auch spannend wird. Also dafür nutze ich das, ich aktiv, also mehrfach täglich. Andere nutzen es einmal täglich, manche gar nicht. Und die werden auch die Option wieder haben, das abzubestellen, dann geht es auch wieder raus. Für alle, die Copilot einführen, ganz wichtig, eure Laufwerke mal nachzugucken, welche Lese- und Schreibrechte dort drin sind. Copilot wird Dinge finden, wo ihr gar nicht glaubt, dass sie schon mal geschrieben wurden. Ihr kommt selber nie drauf, dort nachzuschauen, weil es in irgendwelchen Verzeichnissen seid, wo ihr gar nicht hinkommt. Wo ihr vielleicht auch über die, übers Office, die Startseite von Office, über Delve, ja, vielleicht mal hinkommt, aber das sind ja alles Einzeldokumente. Da muss man ja in jedes reingehen, um reinzuschauen, was dort ist. Copilot geht durch alle Dokumente und macht euch eine Zusammenfassung. Und da steht dann irgendein Wert drin, da steht irgendein Begriff drin, wo ich denke, das darf ich doch gar nicht wissen. Und das hat damit zu tun, dass irgendwo irgendein SharePoint so eingerichtet ist, dass er nicht ausreichend geschützt ist. Also das wird passieren, da starten wir parallel ein Programm dazu, dass die Kollegen mal wieder durch die ganzen Verzeichnisse durchgehen und sich anschauen, wie eigentlich ihr Berechtigungskonzept ist. So, gehen wir zu unserem LernOS und das ist eigentlich der Kern von der ganzen Sache. Also, wir haben uns überlegt, du hast gerade gefragt, Vergleichbarkeit. Die ganzen Lernpfade, die wir hier so haben, ist immer eher auf einer abstrakteren Ebene. Also LernOS KI, da geht es grundsätzlich um KI. Ja? Also auf so einer Ebene ist das. Das Achtsamkeitsthema, was wir gerade gab, da geht es so grundsätzlich um das Thema Achtsamkeit. Also wir haben immer so eine eher allgemeine Ebene bei diesem Thema. Immer sehr wichtig, sehr gut, damit ich mich dort mit beschäftigen kann. Was wir anders gemacht haben, ist, dass wir sehr speziell geworden sind. Und deswegen gibt es da keine Vergleichbarkeit. Wir gehen direkt hin und das erste Modul nennt sich dann auch Kennenlernen. Das ist ganz allgemein LernOS, also wir lernen uns untereinander kennen, aber dann geht es in das Prompten rein. Und dort geht es her, da gibt es in Word einen Vorschlag, wie man dort prompten kann. Dann gehen wir dort rein in Excel, in PowerPoint. Das heißt, in diesem ersten Modul, im zweiten Modul, sagen wir den Leuten auch, was sie mal prompten sollen, was sie ausprobieren sollen. Und das sollen sie wieder gemeinsam machen und dann sollen sie auch noch dabei lachen. Also das ist das, was dort passiert. Also wir gehen sehr konkret in die Anwendung rein. In Modul 3 geht es dann um das Verstehen. Und wir bauen die immer so auf, dass wir so einen einleitenden Text haben, dass wir dann ganz konkrete Übungen drin haben. Und dann haben wir so einen allgemeinen Bereich, zum Beispiel erstelle doch jetzt mal einen Businessplan, erstelle doch mal irgendetwas.
oder bespreche auch mit deinen Kollegen, an was ihr gerade arbeitet, dass wir das mal gemeinsam umsetzen können. Also da gehen wir von der allgemeinen Hinführung, gehen wir ins Spezielle und gehen dann aber auch wieder hin und versuchen, sie anzuregen, was sie aus ihrem Arbeitsalltag haben. Die Gruppen sind gemischt, immer 5 Leute, komplett aus dem Unternehmen gemischt. Die haben dort keinen Einfluss drauf. Ich habe sie kreuz und quer gemischt. Sie sollen sich dort kennenlernen, sie sollen über Grenzen zusammenarbeiten, Silos aufbrechen. Also alles, was wir mit LernOS eigentlich erreichen wollen, versuchen wir hier im Subkontext auch mitzumachen. Und wir sind da so einen Schritt hin in eine Schulung, aber es steht kein Trainer vorne, ist kein Schulungskonzept dahinter, kein klassisches Schulungskonzept, erst das, dann das, dann das, sondern wir arbeiten in Modulen und regen die Leute an, das mal auszuprobieren und das eben in der Gruppenarbeit. Wir haben ganz am Anfang gibt es die Lizenzvergabe, das ist unser Bestellwesen. Dann wird es immer einen Kickoff geben. Im Moment ist das noch so, wie das in Zukunft ist, wenn jeder zu jeder Zeit bestellen kann. Ob es dann noch einen Kickoff gibt, weiß ich nicht. Im Moment machen wir das noch so, weil es für viele Kollegen sehr unbekannt ist. Das heißt, da holen wir sie alle an einen Tisch ran und dann laden wir sie ein. Und das ist tatsächlich eine Einladung, mit uns diesen Lernpfad zu gehen, diesen Aufbau. Und wir machen das nicht über 12 Wochen, sondern bei uns ist es in 4 bis 5 Wochen, je nachdem, wie die sich vereinbaren. Also es ist sehr kurz. Es ist aber auch nicht viel mehr Substanz dahinter. Also ich wüsste nicht, wie wir 12 Module generieren sollten. Kriegen wir gar nicht voll. Aber das Grundkonzept, die Grundidee ist das, was wir bei LernOS haben. Selbst organisiert, eigenverantwortlich, asynchron. Die verabreden sich, sie arbeiten im Team zusammen, sie tauschen sich aus. Das ist alles erhalten geblieben bei dem ganzen Konzept. Wenn Sie Fragen haben, können Sie chatten und dann kommt die Kia um die Ecke und hilft Ihnen dann entsprechend. So gehen wir durch. Es gibt dann noch zum Ende hin ein Format, das nennen wir Kia Fox. Da ist dann ein Kollege da, der hat dann, ich glaube, 1,5 Stunden Stunde und der zeigt dann, wie es geht. Das ist so ein bisschen Ärmel hochkrempeln. Ich habe mal ein paar coole Prompts dabei. Ich habe das mit dabei. Ich habe das mit dabei. Das ist so ein bisschen das Werkstattthema. Und wo wir noch dran sind, ist dann ganz hinten Experten. Wir überlegen uns gerade noch, was passiert denn, wenn die da durch sind. Und da kommen wir jetzt, also unsere Lernkurve gerade, wenn ich wirklich so einen einseitigen Prompt habe, der mich da wirklich durchführt, wo ich richtig Aufgaben lösen kann, wo ich richtig, also das, was wir im ChatGPT schon kennen, das jetzt eben auch im Copilot zu machen. Und da sind wir gerade dran, da fängt Microsoft auch gerade an, das bereitzustellen. Und da wollen wir gerne uns Formate überlegen für Experten. Wie das aussehen wird, weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall wieder modulweise sein. Das heißt, wir werden ein Modul eben ähnlich wie LernOS beschreiben. Aber ob es dann zum Selbstlernen ist, ob wir uns da treffen, ob es so ein Werkstattgespräch gibt, irgendwas daraus wird kommen. So, und das sind die Module, die wir dafür parallel entwickeln. Und ihr seht, das LernOS ist ein Element davon. Drumherum gibt es viel Kommunikation, drumherum gibt es Präsenzveranstaltungen, drumherum gibt es. Ja, also wir haben da so einen ganzen Kontext zusammengebaut, einen ganzen Kasten zusammengebaut, um das Thema eben voranzutreiben. Aber die Basis dafür, für das Lernen, ist eben unser LernOS, was wir dafür entwickelt haben. Die Erfahrung von den Leuten ist, also wir hatten 150 Teilnehmer, sind 30 Lerngruppen. 2 oder 3 Gruppen sind tatsächlich nicht zum Fliegen gekommen. Da ist im Chat nichts passiert, da haben wir auch keine Rückmeldung bekommen. Also wir haben sie auch angeschrieben. Das heißt, bei denen pinkt das ja hoch. Die haben das komplett ignoriert. Und zwar alle 5 in jeder Gruppe. Finde ich eine harte Nummer, aber ist halt so. Von den anderen 27 Gruppen, da würde ich mal sagen, gab es einige Feld-, Wald- und Wiesengruppen, die haben das halt so gemacht. Und dann gibt es aber mindestens 10 Gruppen, die sich auf die Woche gefreut haben, die ja unter der Woche auch gechattet haben, die gesagt, oh, ich kann nächste Woche leider nicht. Ach du, Andrea, es ist nicht so schlimm und was weiß ich. Also die sind richtig in Interaktion gegangen. Die haben sich darauf vorbereitet, die haben sich Aufgaben mitgegeben, die wollten was ausprobieren, die haben ihre Ideen dort reingebracht und das fand ich total spannend. Und das ist immer die Ebene, wo ich denke, das ist das, was wir mit dem LernOS erreichen wollen, dass die selber anfangen, aus dem, was wir vorgeben, rauszugehen und das dann auch entsprechend weiterzuentwickeln. Bei einer Gruppe weiß ich auch, die treffen sich noch nach wie vor. Also da ist der Freundeskreis geblieben und die entwickeln sich weiter an dem Thema. Und dieses Vernetzen, es ist, ich glaube, bei dem Copilot-Thema müssen wir nicht so viel schulen. Also das ist alles, glaube ich, in 1, 2 Stunden ist das durchgeschult. Also wenn ich das so zeige.
Ich glaube tatsächlich, die Wiederholung, das Prompten, das immer wie eine Sprache lernen, immer wieder anwenden, immer wieder ausprobieren. Und ich finde das total Wichtige dort, dass wir ein ganz wichtiges Thema bei uns ist im Unternehmen, Silos aufbrechen, Zusammenarbeit. Das sind ganz oben, der Vorstand predigt das dann auch immer wieder. Und das ist eben eine Möglichkeit, das aktiv zu unterstützen, dass die Silos aufgebrochen werden. Und wenn wir das schaffen, dann daraus generiert sich der Mehrwert. Wenn ich mich mit Leuten austausche und ich für meine Arbeit etwas besser finde, was Besseres finde, weil ein anderer Kollege das mal so ausprobiert hat. Also dieses vernetzte Lernen. Und das vielleicht auch immer wieder in neuen Gruppen. So, ich bin durch erstmal. Und jetzt gerne die Fragen dazu. Achtung, der Würfel kommt. Also ich habe schon viele Vorträge gehört, die viel unterhalten. Und zumindest meine Wahrnehmung ist, dass ihr, glaube ich, der einzige Konzern seid, der den Zugang zur KI doch relativ restriktiv handhabt. Ne? Also ich habe jetzt gehört, 150 Lizenzen, und das bekam nicht jeder, und auch in Zukunft soll es nicht jeder bekommen. Wo kam der ursprüngliche Gedanke her, zu sagen, also damit gehen wir jetzt sehr sparsam um, wer das bekommen kann? Was für ein Gedanke war dahinter? War da der Betriebsrat dahinter, der Angst hat, dass das Arbeitsplatz ersetzt wird, weil Controlling dahinter, das gesagt hat, wir wollen kein Geld ausgeben? Wo kam diese Motivation her, das doch relativ restriktiv zu handhaben? Also ChatGPT haben wir einen sehr offenen Zugang über unsere Lernplattform, die wir haben. Da können alle Mitarbeiter sofort auf ChatGPT. Da sind wir gar nicht restriktiv. Wir sind eigentlich sehr offen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir so viel in dem Sicherheitsbereich so viel restriktiver sind, aber wir sind ein Energieunternehmen. Wenn es bei uns nicht funktioniert, ist hier dunkel. Ganz klar. Also wenn die NBW irgendwas gegen die Wand fährt im Energiebereich, ist bei uns allen dunkel. Also wir haben, bei uns ist immer dieser Spruch, wir sind keine Keksfabrik. Also insofern haben wir im IT-Security-Bereich, im Genehmigungsbereich einiges an Hürden. Ob wir da so viel anders sind als eine BASF, als eine VW, weiß ich gar nicht. Vielleicht als eine kleine Klitsche mit 50 Mann um die Ecke haben wir sicherlich andere Restriktionen. Ich finde, dass wir gar nicht so restriktiv umgegangen sind. Wir haben 150 sofort benutzt. Eigentlich hätten wir das, wenn wir so eine Software hätten, hätten wir 5 Lizenzen für die IT und die probieren aus. Und die hätten dann entschieden. Wir sind sehr offen umgegangen. Warum wir jetzt noch nicht fertig sind, das ist das, was ich versucht habe zu erklären, mit den Prozessen. Wir brauchen eine Betriebsvereinbarung dafür, weil es dort um Personendaten geht. Dort geht es um das KI-Thema. Dort geht es vielleicht auch um die Ängste, die es gibt. Ja? Aber das ist eine Betriebsratssache. Das ist nicht meine Sache. Die müssen dort für sich eine Lösung finden mit dem Personalbereich, wer auch immer das da bei uns diskutiert. Es zieht sich jetzt, ja, aber, und das damit verkaufen wir unsere Ware im Konzern auch immer. Bei uns ist es wasserdicht. Wenn du das dann von uns bekommst, dann bei unserem Arbeitsplatz, dann kannst du damit arbeiten. Die NBW lässt tatsächlich sehr viele Türen auf. Also ChatGPT ist bei uns sofort eingeführt worden, konnte sofort jeder benutzen. Da wurde gar nicht groß hinterfragt und das Spielfeld erstmal eröffnet. Das ist seit ein paar Jahren bei uns gang und gäbe, dass wir Spielfelder öffnen. Natürlich gibt es nach wie vor die Sicherheitssachen. Und danach wird dann wieder ein bisschen zusammengezurrt. Das hat betriebswirtschaftliche Gründe, das hat Sicherheitsgründe, was ist Betriebsratsgründe. Aber eigentlich sind wir sehr offen für ein Energieunternehmen. Wir sind systemkritische Infrastruktur, großes Wort bei uns. Also insofern sind wir so offen. Und wie gesagt, und bei uns kann es jeder haben, aber nicht automatisch, sondern auf Bestellung. Wer es nicht braucht, braucht es nicht. Also deswegen, dann machen wir bei dir noch. Hm? Andersrum, ich würde da auch nochmal dazu sagen, wir haben auch viele Kunden, die das auch potenziell nutzen könnten. Ich glaube, das ist das Mikro, was wieder nicht funktioniert. Und wir kennen bei uns in unserem Kundenumfeld, wir sind Microsoft-Berater, ganz wenige, die von uns getaucht haben, die sich diese Software zu so einem frühen Zeitpunkt, das auch wirklich in so einem großen Umfang auch bereichern. Ich fand das super. Also ich wollte hier genau das Gegenteil sagen. Ich finde das sehr, sehr mutig auch. Ne? Und ich sehe eher das Risiko, zu ihrem Zeitpunkt das den Nutzern bereitzustellen, seht ihr nicht die Gefahr, dass das verbrannt ist, weil viele Dinge gehen noch gar nicht und dass dann eher der Ruf negativ ist und
Seid ihr nicht einfach zu früh dran? Genau, aber das ist, was ich vorhin gesagt habe, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Wir klären die Leute auf, es geht nicht. Unsere Kia macht da eine ganz große Rolle. Die hat in Jammer auch reingeschrieben, ich habe damals ausprobiert, das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Kann mir jemand helfen? Ja, also ich habe vorher geschrieben, das ist fehlertolerant, das ist offen, das ist transparent. Das ist für uns die Kia. Die darf das, die darf auch witzig sein, die darf auch Fehler machen. Also das ist die Kommunikationsebene, die wir dort gemacht haben, die wir aber im Vorfeld auch ausreichend erklären, damit es für jeden klar ist, wo wir uns gerade befinden. Aber natürlich, es hätte auch alles schief gehen können, aber es ist nicht schief. Im Gegenteil, wir haben sehr, sehr gutes Feedback bekommen dazu. Man muss ja auch das klassische ChatGPT, also den Co-Pilot, der quasi mit Intelligenz-Richtig ist, den jeder auch nutzen kann. Und da geht man davon aus, habt ihr keine Beschränkungen, was diese Standardmöglichkeiten ab. Nee, also der ist bei uns, aber auch der musste freigegeben werden, auch der ist getestet worden, aber den kann bei uns jeder jetzt schon nutzen und der ist auf jedem Arbeitsplatz. Es waren noch Hände online oben. Noch Fragen? Möchte noch jemand? Jacqueline? Genau, also erstmal vielen Dank für die Vorstellung und ich finde es großartig, wie ihr das gemacht habt. Also super mit dieser Einführung auch direkt das Thema Lernen anzugehen und Silos aufzubrechen und Zusammenarbeit. Ich meine, damit schafft ihr auch eine tolle Kulturveränderung. Also deswegen, ich finde es mutig und großartig. Und habe mich gefragt, gibt es denn Bereiche bei euch, die ihr ausspart, beziehungsweise habt ihr alle Bereiche direkt von Anfang mitgedacht und denen auch Lizenzen zur Verfügung gestellt? Weil mir war noch nicht klar, wie jetzt die Auswahl stattgefunden hat, wer Lizenzen bekommt und wer nicht. Es hat keine Auswahl gefunden. Es konnte sich jeder bewerben, aber es gab nur 150 Lizenzen. Mhm. Und da sind wir bei ein paar drüber geschossen und ein paar haben wir noch so vergeben. Wir hatten nur ein bisschen Puffer. Also wir haben aber auch nicht groß kommuniziert. Wir sind immer noch nicht in der breiten Kommunikation. Das spare ich auch noch, weil wenn ich das groß rausgebe, dann wollen es mehr als 600. Das kriegen wir nicht hin. Was bei uns ganz klassisch rausfällt, sind die technisch-gewerblichen Kollegen in den Kraftwerken, im Netzebereich, die auf Bau, also in den Werken auf der Straße unterwegs sind, die fallen bei uns ein bisschen naturgegeben hinten runter. Mhm. Aber wenn sich dort jemand gemeldet hätte, er hätte mitmachen dürfen. Also es gab keine Einschränkung, es sollten so viel wie möglich oder so vielfältig wie möglich die Kollegen mitmachen. Und das haben wir auch gut hingekriegt. Über 70% sind nicht ITler, die dort mitgemacht haben. Also kreuz und quer gemischt, aber alles Büroarbeitsplätze. Das haben wir auch erfasst, kann ich dir gar nicht so sagen. Ich glaube, jeder für sich hat so seinen Weg gefunden. Also dieses Zusammenfassen, dieses Text erstellen, sich auf Termine vorbereiten, das haben alle genutzt. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich sagen können, dass die ITler es mehr genutzt oder mehr davon hatten als die Juristen. Das gar nicht. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, da gab es eine Sache, aber ich glaube, das war nicht so different. Also, dass wir da sagen müssten, wir führen das für die Juristen ein, weil die es am meisten nutzen können. Das kam nicht raus. Noch Fragen aus dem Off? Hallo, Susanne. Ansonsten bedanke ich mich bei euch. Meldet euch gerne bei mir, gerne für weitere Fragen. Und dann noch einen schönen Nachmittag. Danke. Tschüss, danke. Bitteschön.